Alter, Verwalter. Ey, was geht ab, Annemarie? Oh, heftig, ey. Also das war jetzt mal echt oben in dem Krankenhaus, das hat mir jetzt gerade echt mal so schon die Würze gegeben, ey. Heavy Metal generell. Boah, ey. Warte jetzt, was mache ich jetzt? Hallo? Wie habe ich doch gerade... Was? Ah! Und, ob, wir müssen ja irgendwie jetzt irgendwo hin. Oh, warte mal, jetzt... Ja, damit eingekniffenen Schwanz zerrissen. wie geil, ey. Alter, das Spiel ist so geil. Oh, der Flachs, ey. Oh Mann, dieses Hindernislauf, wenn du dann erstmal weißt, wo du lang musst, ne? Und du erkennst dann die Stelle wieder, du musst dir das echt merken. Man kann da oben drüber. Okay, alles klar. Vor allem, du hast in dem Spiel immer wieder was Neues. Immer wieder was anderes. Immer wieder was anderes. Gucken wir mal hier oben hinkommen. Okay, oben ist zu, alles klar. Junge, 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 Junge. Oh, warte mal, nach unten. Okay. Ganz schön leer hier. Oh, endlich eine Batterie, ey. Ich brech ab, ey. Womit habe ich das denn verdient? Ja, mal hier durch. Ja, komm. Teamwork, Teamplayer Award, Patrick Petrena, Employee of Murkoff Corporate, who best exemplifies the team concept. Okay. Die Batterien sind ja echt rar. Ich hatte am Anfang so viele. Ich habe das Gefühl, ich muss gleich wieder rennen. Ich hasse es, geachtet zu werden. Ich bin doch kein Rabbit. Ich bin Private Paula. Full Metal Jacket. Irgendwie ist das hier gerade. Puh. Oh, ich krieg Gänsehaut. Alter, hör mir auf, ey. Ich mag das überhaupt nicht. Ich habe auch keine andere. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Okay. Ich habe wieder rechtzeitig zurückgegangen, damit ihr es lesen konntet. Ich habe das mit der Kamera ein bisschen halt. Ich wusste nicht, dass die Texte so breit gemacht werden worden sind. Vorsichtig durchlaufen. Ja, Lagerfeuer singen. Da, oh, da ist noch eine Cam. Eine Digicam. Ich versteigere die Digicam. Okay. Man sieht ja gar nichts. Oh. Ganz schön vernebelt hier. Schade, dass hier nichts ist zum Einsammeln. Batteriemäßig. Scheiße. Hier ist aber auch nix, ey. Okay, hab ich.
Gott, was ist denn hier passiert? Hier haben wir ganz schön eine aufgeräumt, du. Ja, Pissoir in so einer kleinen Ecke, ne? Das hat auch echt viel Sinn. Übel. Okay, da geht's weiter. Warte, ich schaue mich jetzt auf der anderen Seite um. Alter, hier steppt ja der Bär, ey. WTF. Oh, da ist was zu lesen. Guck mal an. Ja? Nein, das ist nicht. Von Erdfrenger. Punkt Ulu. Betreff Annapurna. Angestelltennummer 531920. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920 David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive. Zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank. Rick Sprenger, Mörker. Oha. Okay, man merkt so langsam, welche Hintergedanken, welche Hintergeschichten hier stecken. Wer mit was zu tun hatte. Und ja, da hat er sich wohl an den Falschen gewandt. Ja, und ist dann dafür. Oh Mann, ey. Der kann einem ja richtig leid tun. Hier ist zu lange nichts passiert, finde ich. Und das mit dem Doc, das hat schon vollkommen ausgereicht. Dass man sagt, okay, wir geben den Spieler jetzt mal noch so ein bisschen Ruhe, bis dann gleich die nächste Action kommt. Oh, Batterie. Danke. Kann ich wohl gut gebrauchen. So, ich weiß aber nicht, was ich jetzt hier machen soll. Wahrscheinlich kann man wieder zurück. Hier mal krach, als wenn hier welcher wäre. Okay, da macht irgendeiner Lagerfeuer. Da kommen wir nicht weiter. Müssen wieder zurück. Wir müssen wieder zurück. Aber nur für eine Batterie und für so ein Papierdokument sind wir jetzt da hinten rüber gelaufen. Das hat ja aber auch irgendwie Sinn, finde ich. Funktioniert. Licht an. Okay, da sind wir gerade gewesen. Und hinter uns links. Ja, also mehr ist hier nicht. Ich finde es merkwürdig. Vielleicht müssen wir es wieder nach oben, aber ich habe ja mehr nicht ausgemacht. Da wurde wohl was zugemauert. Da auch. Ich habe hier, das ist merkwürdig, ist das? 4 von 10. Damit zu, Affe tot. Ich achte schon auf allem möglichen, was blinkt, ne? Jetzt geht's wieder nach oben.
Ich hoffe doch, dass wir... Ich habe unten nicht mehr gesehen. Wenn ihr was gesehen habt, ist es wahrscheinlich sowieso zu spät, wenn ich euch jetzt danach frage. Oben war ja zu. Wir können ja aber noch mal gucken. Vielleicht ist jetzt hier oben offen, weil wir jetzt... Nein, ist es nicht. Gut, dann gehen wir nach unten. Da ist zu. Leider liegt ja auch nichts so. Jo. Nase juckt. Du kannst. Er ist nicht mal in der Stande, auf das einfache Bett hochzukriechen. Nicht dein Ernst, oder? Wir konnten doch vorhin auch auf das... Der kann aber auch echt nix, ey. Nein, auch zu. Da sind wir ja weggekommen. Hier war eine Notiz. Hergestellt von Trigger Saft. Schritt 1, drücken. Okay. Lol. Was ein Quatsch war das, ey? Mist, was mache ich denn jetzt? Wo komme ich denn jetzt lang? Auch zu. Ist überall zu. Zu. Runterfallen ist jetzt auch nicht mehr. Doch. Ja. Also ich mit Absicht so gemacht, damit wir nicht wegkommen. Also. Irgendwas übersehen. Kann auch nichts betätigen hier. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich kann nicht weg hier. Ich kann hier. Ich muss zwar wieder runter, aber ich weiß nicht, was ich da unten genau machen soll. Verstehe ich nicht. Ich komme ja auch. Er kriegt sich geschissen, aufs Bett zu klettern. Okay. Dann gehen wir wieder nach unten. Hm. Ich weiß nicht, wofür haben sie das hier gemacht? Bis jetzt habe ich ja noch keinen Besuch gekriegt oder sowas. Hey, die ist verrammelt, die Tür. Gänsehaut gerade, Alter. Nicht okay. So, okay. So, also von innen sowie von außen ist verriegelt und verragelt. Einschlagen ist auch nett. Wir gucken uns nochmal um. Ich weiß, dass ich hier gewesen bin. Aber ich finde es merkwürdig, dass hier... Wir kommen hier einfach nicht weiter. Diese Geräuschkulisse, diese Sound. Jetzt gerade hier, ob irgendwo. Funktioniert. Der sucht sie aber nicht den.
Da hätte ja sein können, dass irgendwo im Spind was drin ist. Riechen ist auch nicht möglich. Irgendwo muss es doch weitergehen. Kapiere ich nicht. Okay, wollen wir auch nicht versuchen. Bevor ich weiß, wie es hier lang geht, ne, ist die Batterie schon wieder leer. Wir sind ja oberschlau. Da geht's also lang. Da ist Fenster offen. Schön ruhig hier, wohl. Oh. Da komm. Na, hier will er dann hoch. Speichert. Jawohl. Oh, hinten in die Ecke stellen. So, euch das Bild genießen lassen. Mann, was ist das aufregend. Oh, yeah, yeah, yeah. Puh, der Doktor hat uns ganz schön gejagt. What the fuck, ey. Oh. Aber das Spiel hat schon was. Also das ist schon... Ja, so Freunde, okay, ich würde sagen, ich mache erstmal Aufnahmeshop. Wir sehen uns dann, wenn es weitergeht, also ist direkt gecuttet, wie die letzten zwei, drei Mal auch. Und dann machen wir einfach an der Stelle weiter. Von daher würde ich ganz einfach mal sagen, ciao mit V. Willkommen zurück an der Stelle hier von Outlast. Outlast. So. Ja. Wir hören die Musik jetzt hier, Moment. Jetzt müssen wir mal schnell gucken, weil ich meine, dass ich die Musik ausgemacht habe. Was beim letzten Mal so lange jetzt her, dass ich... ja, bei mir ist alles sehr hoch hier. Ich kann es auch sehr hoch spielen, allgemein. Untertitel anzeigen, Lautstärke. Ich hatte beim letzten Mal keine Musik, deswegen verwundert mich das jetzt hier gerade. Merkwürdig, merkwürdig, dass man hier nicht großartig die Effekte sehr hoch Schatten. Musik. Ja, das ist extra. Dann beginnt man ja mit Musik. So, 3 von 10. So, wir müssen jetzt die Steuerung wieder. Das ist ziemlich zackig hier, muss ich sagen. Und kann man das einmal an der Maus. Okay, gut, an der Maus ein bisschen geändert. Das kann ich ganz so. Uah! Kann man nicht mehr. Oh. I had to burn it. Was? All of it. Murtaugh took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Alles klar, danke für den Tipp. Und bleibt hier auch noch sitzen. Was soll die Küche sein und wie soll ich da hinkommen? Okay, das war wohl nicht so gut. Ja. Okay, durch die Küche. Und wie mache ich das? Nein, keine gute Idee, keine gute Idee. Keine gute Idee. Irgendwo zum Hochklettern oder was? Ah ja, ziemlich heiß hier.
der geht auch nicht. Wenn man sagen, wie ich jetzt hier rauskomme. Das ist gerade der einzige Platz. Okay, irgendwas mal hier rüber. Gucken hier, weiß ich irgendwas. Ich habe meine gerade hier was blinken sehen. Ah, warte mal. So. Was ist drücke? Ja, ja. Was? Oh, diese Geräusche, da kriegst du wieder Gänsehaut, ey. Du spielst das Spiel ja nicht alle Jubeljahre so, ne? Ja, da draußen ist genau das Wetter jetzt, was wir jetzt hier drin in dem, sagen wir, Speisesaal brauchen, ja. Alter, mit seiner Farbe. Okay, da geht jetzt in um die Ecke. Nein, ich will da jetzt noch nicht lang. Gerade im Watt. Okay, er lässt sich einfach hängen, alles klar. Wir haben direkt was zu lesen. Jetzt aber geil. So, so und N. Nein. Merkblatt zur psychopathologischen akuten Belastungsreaktion. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische, was ist das überhaupt? Akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Vor allen Dingen Erfolgsberater, ja. Wenn sich den Namen ausgedacht hat, hat nicht mal alle Erfolgsberater. Dabei gibt es den Erfolgsberater. Also heutzutage gibt es dann nur Berater und nicht Erfolgsberater. Das ist immer ganz schön eingebildet, würde ich sagen. Erfolgsberater. So. Achso, hier sind wir gerade. Okay, jetzt sind wir. Okay. Nur wegen dem Brief sind wir jetzt hier rein. Licht, das ist ein Radio, keine Batterie. Ah, hier liegt nichts rum. Schade, Schokolade. Hör mal, so ein Regal. Ja.